Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, wie ich denn meine Videos schneiden, tun, möchte, mache, tun, mache, Videos, tun. Und zwar mache ich das Ganze so, ganz einfach. Ich öffne erst Sony Vegas, denn ist bei mir immer meistens noch das alte Projekt drin, was ich davor geschnitten habe. Darum gehe ich dann auf Neu und mache erstmal Neues. Projekt. Und dann beginne ich, wenn ich jetzt sowas wie ein Browser-Game mache, habe ich auf meinem alten Kanal öfters mal gemacht, beginne ich hier mit sowas. Also erstmal ein Bild, was später in den Hintergrund kommt. Weil das Browser-Game ist ja nicht 16:9. Da muss ich hier noch das Ganze ein bisschen anpassen über das Anpassungstool. Dass da keine schwarzen Ränder sind. Machen wir hier noch so ein bisschen rein. Haut schon hin. Und dann geht es eigentlich ganz einfach weiter. Und zwar ziehe ich das Ganze mal in eine Ebene darunter und ziehe in diese Ebene dann hier das Spiel. Weiß ich auf jeden Fall schon mal, wie lange ich das machen muss. Dann ziehe ich das Game hier ein bisschen kleiner. Ui. Ah, das ist zu klein. So. Eine Größe erst so in Ordnung. Und dann verschiebe ich das Ganze hier mit diesem Tool. Ui. So müsste hinhauen. Und dann haben wir hier schon mal das Game und den Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ist da ein schwarzer Rand gerade? Nee. Übrigens, ich habe einen zweiten Bildschirm, wo ich die ganzen Ordner habe. Nicht, dass ihr denkt, ich hole die von sonst wo. Daher, wo der Pfeffer wächst. So, dann kommt als nächstes natürlich noch die Facecam mit ins Spiel. Dazu mache ich natürlich einen neuen Videotrack und hau da denn die Facecam rein. Ist das die richtige? Ja, von der Länge her schon. Vom Rest her keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon mal scheußlich, wie groß das ist, so wie ich da gucke. Also, sieht aber überhaupt nicht. Machen wir es mal so, dann bin ich ein bisschen kleiner. Und dann lädt ihr nebenbei schon mal die Audiospur. Seltsamerweise braucht die mal länger. Dann cutte ich hier vorne mal ein bisschen was weg, was zu 100% nicht mehr reinkommt. Und dann gucke ich hier. Hier ist die Audiospur, die ich original nehme. Und hier ist eine zweite Audiospur, damit ich die Facecam synchron machen kann. Das ist von meiner Webcam die Audiospur. Dann probiere ich das so möglichst synchron zu machen. Dann kann man sich das ja mal anhören. Hallo und herzlich. Und man hört das Ganze ein bisschen seltsam, den Ton. Darum mache ich den einfach aus. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt mache ich das hier noch kürzer. Entfernen. Das war nicht gewollt. Zack, jetzt. Alles klar, das ist tatsächlich noch nie passiert. Machen wir wieder auf normalen Modus. Mit dem macht man das Ganze, falls ihr das wissen wollt. Hallo und. Sehr schön, jetzt hören wir so Reimer und das mit dem Sound, den wir später auch haben wollen. So, die Facecam. Da haben wir jetzt hier natürlich noch Ränder an beiden Seiten. Hier immer mein Zimmer, hier immer meine Gardine. Und darum machen wir hier eine Maske erstellen. Und bei dieser Maske schneiden wir das so aus. Wichtig, dass man dieses Tool hier nimmt, sonst wird der Rand abgeschnitten. Ui, das kann man auch nur so machen. Okay, aber ich muss tatsächlich diesen Frame nochmal rausnehmen. Und das Ganze so machen. Da unten ist eine andere Farbe, das eignet sich nicht so gut, weil ich ja mit Facecam arbeite und da kann man ja nicht so gut rausgehen. Eigentlich ist das eine sehr coole Form, könnte man sich mal aufheben für die Zukunft. Dann nehmen wir diesen Punkt hier raus, weil sonst ändert sich die Form so und das wollen wir nicht. Und schieben diesen Punkt mal nach hier und verschieben das Ganze dann. Erstmal machen wir so eine vernünftige Größe, dann gucken wir, passt das von der Größe. Ja, tut's und ja, geht so von der Größe, oder? So, jetzt öffnet sich hier auf meinem zweiten Bildschirm nochmal die Vorschau und da sehe ich, ja, das haut hin. Und dann nehme ich hier noch bei VideoFX Chroma Key und nehme entweder grün, rein grün oder, falls man überhaupt keine gute Farbe findet, mache ich einfach diesen Chroma Key und öffne das Ganze hier mal auf dem zweiten Bildschirm, da sehe ich das Ganze ein bisschen größer. Und wähle die Farbe grün. Jetzt sieht es hier noch ein bisschen seltsam aus. Oh. Muss diesen hier noch mal um einiges runterziehen.
Gut, das heißt, ich habe hier keine gute Farbe gefunden. Darum machen wir mal grüner Bildschirm. Und alles klar, was hat er jetzt gemacht? Ach so, ja, klar, er hat es auf allen Ebenen angewendet. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen müssen wir hier auch einmal entfernen. Und bei dieser eben noch einmal entfernen. Nicht, dass hier noch irgendwelche Farben, die da gar nicht rausgekeyt werden, sollen rausgekeyt werden. Das ist ja nicht so gut. So, zack. Kleine Fehler können auch mal passieren. Rein grüner Bildschirm sollten wir jetzt natürlich nehmen. Zack und mal probieren. Ja, okay, erstmal gucke ich da ein bisschen seltsam. So, dann gucken wir hier mal noch ein bisschen vor. Machen wir das Ganze mal so. So, ich glaube, hier habe ich einen ganz guten Wert gefunden. Diesen Wert kann man nicht einstellen, weil der ist bei mir immer anders. Also man kann ihn nicht wirklich für ernst nehmen, diesen Wert. Und ja, dann gehen wir jetzt hier mal auf den Anfang und gucken. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganzen. Alles klar, da fliegt ja gerade irgendwas an mir vorbei. Können wir nochmal gucken. Ich fand, das war jetzt ein bisschen asynchron. Ach, so ein netter Motorradfahrer vor meinem Fenster. Ist natürlich sehr schön. Wohnen ja nicht im obersten Stock, ja. Also, ist ja nicht so. Hallo und herzlich. Gut, manchmal kann man es nicht ganz synchron machen, dann muss man es auch mal ein bisschen asynchron lassen. Ist natürlich doof, wenn man es ein bisschen asynchron lassen muss, aber ist nun mal manchmal so. So, jetzt mache ich das hier drüben erstmal wieder aus. Haben wir die Facecam drin. Jetzt machen wir natürlich, weil sonst erweckt der Hintergrund viel zu viel Aufmerksamkeit. Da hauen wir jetzt noch einen Effekt rein. Und zwar die sogenannte Gaussische Unschärfe. So, das ist natürlich ein bisschen zu doll. Zack, wir müssen möglichst bei beiden natürlich den gleichen Wert haben. 4 zu 1, haut schon hin. Haut hin. So, jetzt haben wir einen relativ gleichen Wert, beziehungsweise genau den gleichen Wert. Und damit haben wir das Ganze dann schon mal geschaffen. So, jetzt gucken wir hier noch einmal rüber. Wie lange nehme ich denn hier schon auf? 7 Minuten. Was brauche ich noch? Genau, das Intro. Das gehört natürlich auch vor jedes Video. Da habe ich jetzt sogar noch die Auswahl. Wir könnten sogar das hier mal nehmen. Aber da sind noch ein paar Renderfehler drin. Deswegen nehme ich das nicht. Geil, nehme ich wieder das, was ich standardmäßig in letzter Zeit nehme, und zwar das hier mit in den Controller. Gefällt mir eigentlich echt gut. Ein Schnauze da draußen. Warten wir kurz. Nice, da fühlt sich auch jemand ganz cool, der die. Ich habe auf meinen Popschutz gespuckt. Er fühlt sich auch jemand ganz cool, der die ganze Zeit sein Motorrad vor mein Fenster durchtritt und ich mir einfach denke, fick dich doch. Aber naja, man darf nicht so negativ denken. Man darf nicht so negativ denken. Zack, so, da beginne ich zu sprechen. So, das räumen wir nach hier so ungefähr. Und schneiden das hier vorerst mal alles weg. Zack, zack. Weg. So, und dann blenden wir den Ton hier ein bisschen aus. Und das Video blenden wir aus bis hier. Und merken schon, et voilà, schon mal etwas Reines entstanden. Und zack, jetzt können wir uns das Ganze natürlich mal angucken. Hallo und herzlich willkommen zu. Gut, hier sieht es jetzt noch extremst asynchron aus, aber ist in der Nachhinein in der Aufnahme nicht mehr so. Und denn normalerweise, die meisten YouTuber schneiden da ja noch stundenlang drin rum. Mache ich nicht. Ich möchte das Ganze möglichst natürlich halten im Originalzustand. Das ist keine Ausrede, weil ich zu faul bin zum Schneiden. Ist es einfach wirklich so, dass ich das Ganze wirklich im Originalzustand halten möchte. Alles klar. Hier ist das Ende des Videos.
So, hier schneiden wir das Ganze mal ab und das Ganze macht man übrigens mit S für Schneiden, in der deutschen Version zumindest, ich glaube in der englischen mit C, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, warum es dann auch in der englischen mit S ist. Und ziehen das Ganze hier mal so zum Ausblenden raus. Und damit ist eigentlich das Video auch schon fertig. Na klar, man könnte jetzt noch stundenlang dran rumschneiden. Tatsächlich, ich will das erstens natürlich halten, so wie es wirklich im Rohformat ist. Und zweitens finde ich immer keine wirklich guten Punkte zum Schneiden. Ich weiß nicht. Aber natürlich, eins fehlt noch. Ihr habt recht, auch wenn ihr mir überhaupt keinen Tipp gegeben habt. Aber hier unten, die Musik fehlt. Zack, das mache ich eben kurz weg. Gucken wir mal, das hier könnten wir nehmen. Das ist aber nicht so das Richtige. Das ist mir ein bisschen zu actionreich. Das könnten wir natürlich nehmen. Das könnten wir nehmen. Wir können eigentlich davon bisher überhaupt nichts nehmen. Das wäre mir immer so. Also im Schnelldurchlauf durch alle Lieder, die ich hier so habe, wovon ich die Hälfte noch nie benutzt habe. Aber hier sind relativ Weihnachtslieder mit bei. Viele meine ich natürlich, relativ viele. Also. Oh, das ist natürlich falscher Teil gewesen. Das würde gehen. Das könnten wir nehmen. Das tun wir mal nach hier hinten schon mal. Aber wo mir gerade was einfällt, ich habe hier natürlich in meinen Videos-Ordner natürlich auch noch was. Das ist natürlich erst in den falschen Ordner genommen. Irgendwo müsste es sein. Ich suche mal. Natürlich falsch geschrieben. Hier. Nehmen wir mal das. Es könnte natürlich sein, dass mir das ganze Ding jetzt von der GEMA weggesperrt wird. Ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Da können wir jetzt erstmal reinhören. Zack, drehen wir das Ganze immer auf so 20. Und jetzt hören wir einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz neuen Art von Videos. Und zwar spielen wir heute mal ein Online-Game. Und zwar spielen wir Turm aus Geschenken. Hör mal hier. Okay, natürlich kann sein, dass mir das Ganze jetzt von der GEMA gesperrt wird, aber das werden wir im Nachhinein noch sehen. Also, wenn es mir von der GEMA gesperrt wurde, ist jetzt andere Musik drin. So, jetzt bin ich natürlich tatsächlich von meinem Weihnachtsordner weggegangen, von meinem Liederordner, von meinem, ihr wisst schon, deswegen würde ich jetzt gerne hier mal wieder rein in diesen Ordner, Musik und, okay. Das können wir nehmen. Das ist natürlich auch sehr weihnachtlich. Auch sehr weihnachtlich. Jingle Bells hier noch. Machen wir ganz kurz hier in den Schluss rein. So eine kleine Überlagerung und. Zack, schneiden das auch weg und blenden das Ganze jetzt am Ende hin aus. So. Zack, das auch weg. Und damit, ich gucke immer ganz gerne nochmal ans Ende. Wieder bei irgendeinem Spiel. Tschüss. So, das Ende hat gut geklappt und hier nochmal wegen dem Übergang. Spaß, finde ich. Ist es war nur mit 66% bewertet. Ich finde, kann man sich geben. Also, ja. Und damit sind wir jetzt. Alles klar, und damit wäre das Ganze auch durch. So schneide ich meine Videos und meistens natürlich ohne Publikum. Und boah, da muss ich mir das verstrecken hier. So früh am Morgen, wie ihr da unten sehen könnt. Ich könnte auch mal kurz ein Hintergrundbild singen.
ganz kurz, zack, da war es. Ein bisschen Star Wars-Style, immer geil, wenn ihr das jetzt gesehen habt. Und ja, so schneide ich meine Videos und ja, im Grunde genommen ganz einfach. Und dann gucke ich hier meistens immer nochmal, ja, Greenscreen überall gut rausgekeyt. Ja, und so sieht es bei mir aus, wenn ich Videos schneide. Ich würde sagen, hoffentlich hat das Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder mal irgendein Spiel spiele. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Tschüss.